Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Serie Experimentieren mit dem Deutschen Museum von zu Hause. Heute wieder mit Jenny und mit Jonas. Bei einem der letzten Videos haben wir euch gezeigt, wie man ein Ei versilbert, indem man es mit Ruß schwärzt und dann in ein Glas Wasser hält. Das verspiegelte Ei hat also etwas mit der Totalreflexion zu tun. Damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt, was bei der Totalreflexion passiert, haben wir euch noch ein kleines Experiment mitgebracht. Ihr braucht wieder euer Wasserglas, ihr braucht zwei Gläser, solche Objektträger vom Mikroskopieren sind ganz praktisch, aber ihr könnt auch andere Gläser nehmen, die ihr vielleicht zu Hause findet. Und ihr braucht einen kleinen Gummiring und zwei große Gummiringe. Oder etwas größer. Was wir nun machen wollen, ist, dass wir diesen einen Gummiring zwischen die beiden Gläser einspannen. So. Dieser Gummiring schließt nun Luft hier ein. Und jetzt klemmen wir die beiden Glasscheiben mit den anderen beiden Gummiringen zusammen. Haltet ihr nun dieses Glas mit dem Gummiring ins Wasser rein, könnt ihr was ganz Erstaunliches beobachten. Erstmal scheint die Luftblase durchsichtig zu sein. Wenn wir es jetzt drehen, ist die Luftblase auf einmal wie ein Spiegel, je nachdem von welchem Winkel ihr schaut. Siehst du das, Lilly? Ja. Jetzt spiegelt sich in der Luftblase der Hintergrund. Wir können den Linus sehen. Das heißt, an der Schicht zwischen Luft und Wasser wird auf einmal das Licht total reflektiert. Wir können nicht mehr durchschauen, sondern nur das Licht von der einen Seite wird komplett reflektiert. Mehr zum Thema Totalreflexion zeigen wir euch in einem weiteren Video, wo es dann genau um dieses Thema gehen wird. Wir würden uns freuen, wenn ihr das Experiment ausprobiert und uns vielleicht im Deutschen Museum bald mal wieder besucht. Tschüss! Tschüss!